Schön, dass du da bist. Ich bin Cora. Willkommen zu dieser neuen Afterwork Yin Vinyasa Fusion, die die Anspannung von einem langen Tag aus deinem Körper löst und sich zu Hause ankommen lässt. Du brauchst für diese Praxis ein oder zwei Klötze und ein Yoga-Bolster oder ein dickes Sofakissen. Ansonsten nur dich und deine Matte. Und wenn du soweit bist, dann lass uns beginnen. Wir beginnen liegend auf dem Rücken im Shavasana. Spür deinen Körper und spür die Schwere deines Körpers. Und spür die Punkte, wo dein Körper in die Matte presst. Nimm dir einen Moment Zeit, um ganz anzukommen und nimm alles wahr, wie es jetzt gerade ist. Spür in deinen Körper hinein, wo du heute verspannt bist, was vielleicht wehtut oder fest ist. Schenke diesen Bereichen einen Moment deiner Aufmerksamkeit. Von hier stell deine Füße hinter deinen Hüften auf. Für eine Variante von Setu Bandha Shavasana, deiner Schulterbrücke. Achtung, mit dem Einatmen schieb deine Hüften hoch. Und mit dem Ausatmen lass sie wieder absinken. Einatmen hoch. Ausatmen, absinken. Noch 8, atme ein. Und aus. Und ein. Und aus. Atme ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Noch 3, atme ein und aus und ein und aus. Letztes Mal tief ein und aus. Zieh dein linkes Knie fest zur Brust und streck dein rechtes Bein gerade nach unten aus. Leg seinen linken Arm auf Schulterhöhe von dir ab. Und mit deinem nächsten Ausatmen zieh dein linkes Knie rüber auf die rechte Seite und schau nach links an deinen linken Fingerspitzen vorbei. Löse dich und komm zurück zur Mitte und zieh dein rechtes Knie fest zur Brust und streck dein linkes Bein gerade nach unten weg. Leg deinen rechten Arm auf Schulterhöhe von dir ab. Mit deinem nächsten Ausatmen zieh dein Knie rüber auf die linke Seite und dreh deinen Kopf nach rechts. Komm zurück zur Mitte und finde Happy Baby. Greif mit Zeigefinger und Mittelfinger beider Hände beide große Zehen und zieh deine Knie an deinen Rippen vorbei. Bleib hier und schwing leicht von links nach rechts, wenn du magst.
Löse deine Füße und zieh beide Knie zur Brust. Wenn du magst, schwinge ein bisschen hin und her. Achtung, wir versuchen einen Übergang, den wir so noch nicht gemacht haben. Wir versuchen jetzt auf dem Rücken aus Apanasana hochzukommen ins Boot Navasana. Nimm dazu Schwung, balancier dich auf deinen Sitzbeinhöckern und bring deine Waden parallel zum Boden, Arme gerne parallel zu den Waden. Und dann lass deine Füße absinken und finde einen aufrechten, geraden Sitz, Sukhasana, einen Schneidersitz. Stell deine Fingerspitzen vor dir auf, atme tief ein, Brust raus, Schulterblätter runter. Und mit dem Ausatmen wander nach vorne, bis du merkst, hier ist dein Limit. Dann bleib hier und schwing leicht von links nach rechts. Oder wenn du sehr beweglich bist, leg dich ganz nach unten ab. Löse dich, komm langsam wieder hoch und wechsel deine Beine, dass jetzt der andere Fuß vorne liegt. Und einmal noch, atme tief ein, Brust raus, Schulterblätter runter. Und mit dem Ausatmen wander nach vorne, bis du merkst, hier ist dein Limit. Dann bleib hier und schwing leicht von links nach rechts. Oder wieder, wenn du kannst und magst, leg dich ganz nach vorne ab. Komm langsam wieder hoch und finde deinen Vierfüßlerstand, Vamanasana, auf deiner Matte, Hände unter den Schultern, Knie unter den Hüften. Achtung, von hier, streck dein rechtes Bein gerade nach hinten weg und lass deine Zehen den Boden finden. Achtung, mit dem nächsten Einatmen mach einen großen Katzenbuckel. Mit dem Ausatmen finde deine Kuh und lass dein rechtes Bein hochkommen. Noch zweimal, einatmen, großen Katzenbuckel. Ausatmen, Kuh, Bein kommt hoch. Einatmen, Katzenbuckel, Bein sinkt ab. Ausatmen, Kuh, Bein hebt an. Von hier, step mit deinem rechten Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Lass dein linkes Knie vom Boden anheben, lass die linke Hand auf der Matte, öffne dich mit rechts nach oben, easy twist. Versuch mit jedem Einatmen etwas mehr Länge in der Wirbelsäule zu schaffen, mit jedem Ausatmen ein bisschen weiter in den Twist zu gehen. Super, von hier verlage dein Gewicht auf dein rechtes Bein. Lass deine rechte Hand auf dem Boden vor deinem rechten Fuß landen und flieg hoch in seinen Halbmond Ardha Chandrasana. Wenn du magst, stütze dich unter deiner rechten Hand mit einem Klotz. Es hilft ein bisschen, das Gleichgewicht besser zu halten und Arme und Beine sind auch einfach nicht gleich lang. Deswegen ist es dadurch leichter. Finde hier einen Moment der Balance, der Stille.
und dann lass dein linkes Knie hinten landen, hinter deiner rechten Ferse. Setz dich ab an der Innenseite von deinem linken Knöchel. Bring deinen rechten Fuß an die Außenseite vom linken Oberschenkel. Lass deine rechte Hand hinter dir landen. Einatmen, linker Arm hebt an. Mit dem Ausatmen twiste nach hinten und schau über deine rechte Schulter. Löse dich. Von hier kommen wir in Raja Kapottanasana, deine abgelegte Taube. Schwing dein rechtes Bein nach hinten rum, dass du dein rechtes Bein gerade hinten ablegen kannst. Zuppel dich noch einmal zurecht, atme tief ein. Mit dem Ausatmen falte nach vorne über dein linkes Knie. Löse dich, finde die Masse mit beiden Händen, atme ein in seine Planke, Dandasana. Ausatmen, Chaturanga, Dandasana. Einatmen zu Urdhva Mukha. Ausatmen, Adho Mukha, Svanasana, herabschauender Hund. Einatmen, große Welle nach vorne zu Dandasana. Ausatmen, zurück zu deinem herabschauenden Hund. Noch zwei, atme tief ein, große Welle nach vorne. Ausatmen, zurück zu Adho Mukha. Einatmen, große Welle nach vorne. Ausatmen, zurück zu Adho Mukha, Svanasana, deinem herabschauenden Hund. Bleib hier ein paar Atemzüge, Beuge und Strecke abwechselnd deine Beine. Von hier. Lass deine Knie wieder absinken und finde wieder deinen Vierfüßlerstand, Padmanasana. Und dann streck dein linkes Bein gerade nach hinten weg. Lass deine Fußspitzen den Boden finden. Einatmen, großen Katzenbuckel. Ausatmen, Kuh, linkes Bein hebt an. Einatmen, großen Katzenbuckel. Ausatmen, Kuh, linkes Bein hebt an. Ein letztes Mal, einatmen, großen Katzenbuckel. Ausatmen, Kuh, linkes Bein hebt an. Von hier, step mit deinem linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände. Lass dein rechtes Knie anheben. Lass die rechte Hand auf der Matte, öffne dich nach oben in seinen Easy Twist. Versuch wieder mit jedem Einatmen etwas mehr Länge zu schaffen, mit jedem Ausatmen etwas weiter in den Twist hineinzugehen. Von hier
Verlage dein Gewicht auf dein linkes Bein, lass deine linke Hand auf dem Boden vor dem linken Fuß landen und flieg hoch in Adha Chandrasana, deinen Halbmond. Nimm dir gerne wieder einen Klotz unter die linke Hand und finde einen Moment der Stille in dieser Balance. Und dann lass dein rechtes Knie hinter deiner linken Ferse landen und setz dich an der Innenseite deiner rechten Ferse ab. Bring deinen linken Fuß an die Außenseite vom rechten Oberschenkel. Lass deine linke Hand hinter dir landen, einatmen, rechter Arm hebt an. Mit dem Ausatmen twiste nach hinten und schau über deine linke Schulter. Löse dich und finde Raja Kapottanasana, indem du dein linkes Bein gerade nach hinten rumschwingst, dass du es ablegen kannst. Atme tief ein und mit dem Ausatmen falte nach vorne über dein rechtes Bein. Löse dich, lande mit beiden Händen auf der Matte, einatmen zu Dandasana, deine Planke, ausatmen zu Chaturanga Dandasana, einatmen Urdhva Mukha, ausatmen Adho Mukha Svanasana. Bleib hier, ein paar Atemzüge, Beuge und Strecke abwechselnd deine Beine. Von hier bring deinen linken Fuß nach vorne zwischen deine Hände und dreh dich auf zur Seite für Prasarita Padusanasana. Dreh deine Fußspitzen etwas nach innen und deine Fersen nach außen. Atme tief ein, schaff Länge und mit dem Ausatmen falte tief. Wenn du magst, greif mit Zeigefinger und Mittelfinger beide große Zehen und zieh dich etwas tiefer. Oder drück dich einfach an der Matte etwas weiter nach unten. Löse dich und stell beide Hände unter deinem Gesicht auf. Lass die rechte Hand auf dem Boden. Mit dem Einatmen öffne dich nach oben mit links. Ausatmen zurück zur Mitte, linke Hand bleibt unten. Einatmen, öffne dich nach oben mit rechts. Ausatmen zurück zur Mitte, nochmal einatmen, schaff ganz viel Länge.
Und mit dem Ausatmen falte tief. Wenn du magst und es Teil deiner Praxis ist, kannst du hier in einen Kopfstand kommen. Wenn es nicht Teil deiner Praxis ist, dann bitte nicht. Bleib einfach in Prasarita Padottanasana. Und wo auch immer du jetzt gerade bist, löse dich, finde deine Planke Dandasana. Ausatmen zu Chaturanga Dandasana. Einatmen zu Urdhva Mukha. Ausatmen zurück zu Balasana, deinem Kind. Bleib hier, schwing leicht von links nach rechts und spür, wie all die kleinen Muskeln in deinem Rücken ganz weich werden. Komm wieder hoch in Vamanasana, deinen Vierfüßlerstand. Und bring deine Hände etwas dichter zusammen unter deinem Gesicht. Lass die linke Hand auf der Matte. Mit dem Einatmen öffne dich nach oben mit rechts. Mit dem Ausatmen fädel deinen rechten Arm ein, leg deine rechte Schulter auf den Boden ab und streck deinen linken Arm gerade nach vorne, wenn du magst. Löse dich, komm wieder hoch zu Vamanasana, Daumen zusammen, rechte Hand bleibt auf der Matte, einatmen nach oben mit links, ausatmen, fädel dich ein, leg deine linke Schulter ab und streck deinen rechten Arm gerade nach vorne, wenn du magst.
löse dich und finde eine Bauchlage auf deiner Matte. Leg deinen rechten Arm auf Schulterhöhe von dir ab, Handfläche nach unten. Und dann stell deine linke Hand an der Innenseite der linken Schulter auf und öffne dich. Lass deinen linken Fuß rüberziehen auf die rechte Seite, Broken Wings. Löse dich und einmal auf der anderen Seite streck deinen linken Arm auf Schulterhöhe ab, Handfläche nach unten und schieb dich mit deiner rechten Hand vom Boden weg. Rechter Fuß landet auf der linken Seite. Löse dich und komm zurück zur Mitte und finde dein weites Kind. Bring dafür deine Knie auseinander und lass deine Zehenspitzen hinten noch zusammen und schieb dich nach hinten auf deine Fersen ab. Aus deinem weiten Kind bring deine Füße auseinander, stell deine Zehenspitzen auf und komm hoch zum Sitzen in Malasana, deiner tiefen Hocke. Wenn du magst, presse aktiv mit deinen Ellenbogen an die Innenseite deiner Knie, um deine Hüften noch etwas weiter zu öffnen.
Löse dich und bring beide Beine nach vorne. Zieh deine Dekoration ein bisschen auseinander, dass deine Sitzbeinhöcker fest in den Boden schrauben können. Atme tief ein, über die Seitenhandflächen ziehen nach oben. Und mit dem Ausatmen falte nach vorne für Paschimottanasana. Entweder du bleibst hier aktiv und ziehst dich bewusst nach vorne oder legst dir auch gerne einen Bolster über deine Beine und lass dich darüber schmilzen. Löse dich und finde dein Shavasana. Dreh deine Handflächen nach oben und lass deine Fußspitzen nach außen fallen. Und spür deinen Körper und spür die Schwere deines Körpers. Und spür die Punkte, wo dein Körper in die Matte presst. Und dann komm langsam mit deiner Aufmerksamkeit wieder in den Raum zurück und atme ganz tief ein.
und beginne langsam wieder deinen Körper zu spüren, die Schwere deines Körpers. Und dann beweg ganz vorsichtig deine Fingerspitzen und deine Fußspitzen. Und bring deine Handflächen zueinander und reib sie ganz, ganz fest aneinander. Und bring die Wärme zu deinem Gesicht. Und wenn du magst, dann komm wieder an in einem aufrechten, geraden Sitz. Schließ hier noch für einen Moment deine Augen. Und bring deine Handflächen zueinander in Sanjali Mudra und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Und deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Und deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Namaste. Schön, dass es dich gibt und danke, dass du heute mit mir geübt hast. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.